Hallo und willkommen zurück zu eurem Let's Play von eurem Pika. Wir haben das letzte Mal aufgehört in Dukatia City und sind jetzt auf dem Weg zur Arena. Ich habe meine Pokémon vorher noch ein klein bisschen trainiert. So auf Level 23, bis auf mein Tyrakrok. Das wird nämlich mein Arena-Brecher. Und dann wollen wir uns doch mal dem Arena-Kampf stellen. So, dann will ich mal meinen alten Trick wieder machen. Weil ich mich nicht durch die ganze Arena kloppen will. Immer raus, wieder rein. Und tada, wir können hier durch. Und die nächste Herausforderin. So, dann wollen wir doch mal Bianca besiegen. Boah, das musste jetzt kommen. Es ist total unfair. Aber wir ziehen daraus unseren Vorteil.
war eine kleine Absicht von mir, weil ich genau wusste, dass du das jetzt machst. Jetzt kann sie keine Tränke einsetzen. Das erleichtert uns den Kampf. So, und damit haben wir Bianca jetzt besiegt. Nur die alte Holzhose rollt wieder so total rum. Und dann haben wir unseren Basisorden. So, dann gehen wir uns jetzt nochmal aufladen und dann mal in den Untergrund. Dort möchte ich mir nämlich noch ein Item holen. Gar nicht gut. So, damit wir das Gift jetzt auch fertig. Und hier ist das Item, was ich mir noch holen wollte. Der Münzkorb. Hier beim Friseur könnt ihr eure Pokémon frisieren lassen. Das ist sehr gut. Wenn ihr Baby-Pokémon habt, die durch Zuneigung sich weiterentwickeln, könnt ihr dann jeden Tag hingehen. Bis auf montags halt. Und euer Pokémon entweder für 300 oder 500 Poké-Dollar Frisur verpassen lassen. Damit gewöhnt sie sich schneller an euch. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Und wenn ihr die Spielhalle sucht, die ist hier. Dann könnt ihr dann auch mal so ein bisschen durchgehen. Ich weiß nicht, ob es für diese so in den alten ist, dass man auf dem Gang Geld findet. Da müsst ihr einfach nochmal gucken. Da bin ich mir jetzt hier drin nicht mehr so sicher.
Und das vermisse ich auch in der Schwarz-und-Weiß-Edition, dass es keine Spielhalle mehr gibt, weil ich fand die immer sehr interessant. Die war schön, um sich mal, wenn man Langeweile hatte oder so, konnte man schön hier abschalten. So, hier haben wir den Pokémon-Markt. Werde ich jetzt noch wegen einkaufen gehen. Und ein paar Bälle. Und dann begeben wir uns mal in den Untergrund. Wenn ich mich nämlich nicht irre, konnte man da das VM Stärke herbekommen. Da bin ich mir aber jetzt nicht mehr so sicher, Leute. Wirklich. Da merkt man mal, wie lange ich das nicht mehr gespielt habe. Aber nein, da kommt man noch nicht hin. Naja, egal. So, also ich beende hier die Aufnahme erstmal wieder. Damit es wieder nicht zu lang wird und ich nicht ständig schneiden muss. Und dann sehe ich euch gleich wieder.